Hallo und herzlich willkommen bei Watt24, Ihrem Online-Shop für alles rund um das professionelle Licht. Ich habe mal wieder eine coole Feuchtraumleuchte mitgebracht, und zwar diese hier. Das ist die LED-Feuchtraumleuchte Zalux Alhama LEDM. Zalux, wer ist Zalux? Zalux ist der größte Feuchtraumleuchtenhersteller in Europa und eine Tochtergesellschaft von Trilux, dem Marktführer in Europa für professionelle Beleuchtung. Also von daher kriegen Sie ein absolutes Marken- und Spitzenprodukt hier. Und diese Feuchtraumleuchte hat IP66, das heißt, sie ist perfekt geeignet für Garagen, für Lagerräume, für Schuppen, für Dielen und Flure. Also überall dort, wo Sie nicht gerade die wirklich schönsten und wohligsten Temperaturen haben und dementsprechend auch mit einer erhöhten Luftfeuchtigkeit rechnen können. Sie ist hingegen nicht geeignet für Außenbereiche, also überall dort, wo es direkt bewittert wird oder wo dementsprechend auch die UV-Strahlung halt hinkommt, dort sollten Sie Feuchtraumleuchte hingegen nicht einsetzen. Dafür haben wir hingegen andere Produkte. Das gesamte Gehäuse ist Polycarbonat und äußerst solide verarbeitet. Ich klopfe mal kurz ein bisschen drauf rum. Das heißt, Sie hören schon, das ist jetzt nicht so irgendeine billige Abdeckung wie bei vielen Feuchtraumleuchten, die Sie halt auch im Baumarkt finden, sondern es ist wirklich sehr, sehr solide verarbeitet. Auch sehr schlagzäh, wie gesagt Polycarbonat. Und ich führe jetzt einmal kurz die Feuchtraumleuchte an der Kamera vorbei. Und der eine oder andere wird jetzt denken, yippee, das Ganze ist, da besteht auch die Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung. Den muss ich leider enttäuschen. Das sieht jetzt zwar so aus, als ob, aber die gesamte Leuchte ist nicht zu öffnen. Das heißt, es ist verboten zu öffnen. Ganz einfacher Hintergrund, hier drin sind Hochleistungs-LED verbaut. Und der gesamte Spannungsbereich ist für den Otto Normalverbraucher dementsprechend nicht freigegeben. Deswegen sind auch hier zum Beispiel diese Clips, die Sie an der Seite finden, rein für aus dekorativen Zwecken. Und Sie können dementsprechend die Clips auch nicht ohne weiteres öffnen, sind auch nicht zu öffnen. Sie finden hier auf der Rückseite, aber in dem Bereich, dass eine Metallschelle, die halt dran kommt, die Sie vorher an der Wand montieren können. Das heißt, erst die Schelle an die Wand, als zweites klipsen Sie dementsprechend die Leuchte halt ein und schon haben das Ganze montiert. Wie gesagt, entweder Wandmontage, zweite Möglichkeit, Sie bringen es eben dementsprechend unter die Decke. Ich führe es mal kurz weiter an der Kamera vorbei. Sie können ja sehen, dementsprechend die zweite Möglichkeit, eine Schelle anzubringen. Und der eine oder andere wird schon erkannt haben, auf den schnellen Blick, dass hier ist ein WLAN-Stecker, der draußen dran ist. Wie gesagt, die Verdrahtung darf nicht in der Leuchte vorgenommen werden, weil die Leuchte halt nicht geöffnet werden darf. Dementsprechend muss die Konnektierung halt außen vorgenommen werden. Und dafür gibt es dementsprechend diesen WLAN-Stecker. Ebenfalls der Verpackung beiliegen tut dementsprechend auch das Gegenstück. Das ist das hier. Und was ist dort dementsprechend zu beachten? Sie müssen nur einmal darauf achten, dass dementsprechend, zack, dieser Bereich hier zusammenkommt mit der Lippe hier oben drauf. Dementsprechend stecken Sie das Ganze nun ineinander. Zack. Ist ebenfalls IP geschützt, das Ganze. Das heißt, die gesamte Leuchte als Einheit natürlich ist dementsprechend IP66 und Sie können dementsprechend erkennen, hier kommt ordentlich Licht halt heraus. Licht über Samsung LEDs, also dementsprechend sehr hochwertige LEDs. Da kommen 5020 Lumen raus. Die klassische T8 Leuchtstofflampe bringt 5000 Lumen. Hier hingegen ist es so, dass das Licht halt durch die Platine nur in eine Richtung halt abgegeben wird. Bei der klassischen T8 Leuchtstofflampe ist hingegen so, dass es halt 360 Grad abgegeben wird. Das heißt, hier kommt gerichtet mehr Licht raus als bei der klassischen T8 Leuchtstofflampen Feuchtraumleuchte. Sie brauchen hier jetzt nicht 58 Watt, sondern 44 Watt, also dementsprechend deutlich effizienter das Ganze. So kommt die gesamte Einheit, das gesamte System auf 114 Lumen pro Watt. Das ist schon wirklich sehr, sehr ordentlich für eine Feuchtraumleuchte in der Länge von 1,50 Meter. 4000 Kelvin ist die Lichtfarbe, also von daher ein schönes Neutralweiß. Und Zalux selber gibt die Lebensdauer der LED an mit 50.000 Stunden. Wenn Sie hingegen einen sehr kühlen Bereich haben, von zum Beispiel 25 Grad, kann die Leuchte auch durchaus eine Lebensdauer von 75.000 Stunden erreichen. Wir als Watt24 geben auf diese Leuchte 4 Jahre Garantie. Also wir glauben an dieses Produkt, an dieses hochwertige Produkt. Und das Ganze ist made in Europe. Sollten Sie Fragen haben zu diesem Produkt oder auch genereller Art, kein Problem, können Sie sich gerne an uns wenden, per Telefon, per Chat oder auch per Live-Präsentation. Denn wir als Watt24 lassen Sie nicht im Dunkeln stehen.